Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anna Extended Edition. Joa, wir haben, waren stehen geblieben. Huch. Wir waren stehen geblieben bei. Hilfe? Hey, was passiert denn jetzt? Warum geht die Anzeige jetzt so schnell runter? Den war fast tot, oder was? Hey, hallo, was ist das? Wir wissen, was das jetzt soll. Ich habe gerade den Spielstand geladen und jetzt sind wir gleich down. Down, Jungs, down. So will ich aber nicht weiterspielen. Was passiert denn jetzt? Autsch, mein Kopf. Ich habe das Bewusstsein verloren. Dann muss mich jemand rausgeschleppt haben. Ich will diesen Ort in meinem ganzen Leben nie wiedersehen. Leb wohl, Anna, wer auch immer du sein magst. Ja, ich denke mal, das ist jetzt das Ende des Spiels, ne? Wir haben jetzt quasi verloren. Anna hat uns quasi rausgeschmissen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja laden und ich verstehe gerade auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum das jetzt war, weil ja, es ist ja nichts passiert. Jedenfalls nichts Wildes. Und dann kam irgendwie viermal hintereinander dieses Auge und hat uns zugerichtet. Keine Ahnung wieso. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ein verbuggter Spielstand ist oder so. Normalerweise kommt das ja in größeren Abständen. Okay, wir versuchen es einfach nochmal mit dem Spielstand, sonst lade ich einen früheren. Ich speichere ja wohlweislich öfter mal ab. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Ich möchte nochmal runter zu dem. Vielleicht dürfen wir auch die Puppe nicht so oft angucken. Das kann natürlich auch sein. Wir gehen nochmal runter zu dem. Zu diesem komischen Symbol auf dem Boden. Wo war es denn? Wo war es denn? Wo ist die Tür? Hier. Denn da müssen wir mit Sicherheit noch irgendwas mit diesem Blut machen. War das jetzt. Ich glaube, das war im Lagerraum. Genau, hier war das. Mal gerade was ausprobieren. Die Perle ist mit rotem Wachs bedeckt. Es fühlt sich an wie Blut. Okay, jetzt haben wir eine rote Perle. Keine Ahnung. Mal sehen, ob wir die noch gebrauchen können für irgendwas. Wie geht das jetzt? Huch! Oh mein Gott, überall Hände. Wie geht es jetzt weiter? Gute Frage. Nächste Frage. Wir müssen ja noch irgendwie diese Schale füllen. Nur wie?
Also die Puppe ist jetzt schon mal weg, das ist gut, weil die hat uns nämlich eben dahin gerafft. Vielleicht standen wir einfach zu nah dran oder haben sie zu lange angeguckt, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir die Perle da reintun müssen, aber das ist es auch nicht. Tja, irgendwie macht mich dieses Becken fertig. Ich habe keine Ahnung, was da noch rein muss. Dann nochmal in den anderen Raum gehen. Also in den, die Wohnräume. Nee, das ist die falsche Tür. Speichern übrigens mal. Ich mach mal lieber einen neuen Spielstand. Wir sind ja doch schon relativ kaputt, sagt uns unsere Lebensanzeige. Wo war das denn jetzt schon wieder? Ich finde diesen Raum immer nicht wieder. Ich habe echt einen Orientierungssinn wie so eine Gurke. Ich kann jetzt nicht gehen. Irgendetwas wird passieren. Na toll. Jetzt folgt uns diese blöde Puppe schon wieder. Ich krieg einen Anfall. Ohne Mist. Ich kann nicht wieder in die Wohnräume gehen. Blöd. Kann ich denn diese mit diesem Stuhl hier irgendwas machen? Ich möchte gerne noch mal runter. Kann man denn diesen... Man kann auch diese Masken aufsetzen. Das haben wir doch auch schon rausbekommen. Zack. Okay, man kann die Maske aufsetzen und sieht dann alles verschwommen. Das ist ja lustig. Huch. Was ist das? Ist das auch da, wenn wir die Maske wieder absetzen? Können wir die Maske überhaupt wieder absetzen? Hallo? Ja. Dann ist es verschwunden. Und in einem anderen Raum? Setz mal wieder auf. Es beunruhigt mich. Sie ist nicht wie die anderen Masken bearbeitet und ich kann ihren Anblick nicht ertragen. Ja, es ist ja auch die Wahrheit. Die Wahrheit kann man meistens nicht ertragen. Das kennen wir doch schon. Wo war das denn? War das hier? Hier irgendwie verwenden? Hier ist ja auch nochmal dieses Symbol. Können wir die anderen Masken vielleicht aufsetzen? Du hast mit Liebe getötet. Maske des Assassinen. Oh, das bringt uns ja auch nichts. Festgeklebt. Die Kleiderpuppe scheint zu versuchen, sich... Hä? Ja, die Kleiderpuppe ist ja schon längst ab. Der haben wir ja den Kopf abgehackt. Ich würde gerne die Maske nochmal aufsetzen, aber es geht nicht. Können wir jetzt hier irgendwie was machen? Ne, die Klinge können wir immer noch nicht benutzen. Mit dem Kleiderbügel müssen wir auch noch irgendwas machen können. Irgendetwas. Ich hatte ja schon überlegt, ob man vielleicht den Schrank aufgebrochen kriegt. Aber das Problem, was ich sehe, ist, dass wir nicht in den Raum rein können. Zumindest konnten wir das eben nicht. So, hier war der Ausgang, ne? Ja.
Ah, jetzt geht's wieder, komischerweise. Kaputte Tür. Haben wir denn hier noch irgendeine... Hier ist auch noch eine Tür verschlossen. Ich habe so ein bisschen so eine Ahnung, dass man vielleicht mit dem verbogenen Kleiderbügel eine Tür öffnen kann, aber ich wüsste nicht welche. Die sind ja alle offen hier. Mann, 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 ich bin ja mal gespannt, was es noch mit den Babys auf sich hat. Es sind ja keine weiteren Türen, die man irgendwie aufknacken könnte. Ich finde das alles höchst seltsam. Auch viel zu viele Baustellen für meinen Geschmack. Fast wie auf der Autobahn. So, ich habe jetzt nochmal die Maske aufgesetzt und gucke mich jetzt nochmal ein bisschen um. Irgendwie habe ich das mit der Maske verpeilt, dass ich die auf mich selber drücken muss, dass ich nicht rechts klicken kann. Wir waren noch nicht in der Werkstatt mit der Maske. Und wir sehen, es sieht tatsächlich etwas anders aus hier. Oh, und uns wird wehgetan. Was steht da? What if none of this is true? Okay. Mal gucken. Hier haben wir wieder dieses Bild. Und was ist das? Steinkopf. Okay. Dann lasse ich dich. Was hat jetzt der Kopf denn da? Beschmutze meinen Kopf, sodass die Welt meinen Schmerzen kennt. Erkennt. Dann lasse ich dich passieren. Okay, dann. Ach, guck mal, da ist auch dieses eine Symbol, wo das auch auf der einen Steintafel zu sehen ist. Das damit verwenden? Nein, okay, es hätte ja sein können. Vielleicht müssen wir jetzt hier die Asche drauf machen. Vielleicht ist es die falsche Asche. Dann die Asche. Die geht auch nicht. Wie, jetzt ist beide Asche weg? Och, wie ätzend ist das denn? Linke Hand. Stärke deinen Eid mit dem richtigen Siegel. Dann lasse ich dich passieren. Rechte Hand. Aha, dann werden wir da jetzt wohl in die Hand die Perle legen müssen. So. Und was kommt in die linke Hand? Das klingt irgendwie nach dem Ehering. Die rechte Hand... Die linke Hand einer Frau sollte nicht entblößt bleiben. Es passt nicht. Schade. Schade, schade. Ich hätte jetzt gedacht, da muss der Ehering drauf. Ja, ist ja gut. Ich kann es nicht wegklicken. Aber der Ring scheint nicht zu passen. Schade. Wirklich schade. Ja gut, dann... Vielleicht eine von den Tafeln?
Nee. Tja, was kommt da denn nun wieder in die Hand? Ich war mir so sicher, dass das der Ring ist. Es passt nicht. Ist mit dem Ring noch irgendwas machen? Ne. Boah. Boah. Na toll. Und wieder haben wir was von unserem Leben verloren. So langsam wird's echt knapp. Wir müssen langsam hinter die Lösung kommen, sonst war's das. Es passiert uns das, was uns vorhin schon mal passiert ist. Tja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da liegt auch schon wieder die Kleiderpuppe. Ich weiß nicht, was in die linke Hand muss. Der Kopf, da war ich mir eigentlich sicher, dass da die Asche drauf kommt, aber das scheint auch nicht zu stimmen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns mal in der nächsten Folge wieder. Und vielleicht haben wir dann ja eine Lösung parat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.